Horrorgeschichten zum Einschlafen. Folge unserer Playlist auf allen großen Streaming-Anbietern. Suche dir ein Hörspiel aus, spiel es ab und schlaf gemütlich dazu ein. Oder hör's beim Lernen, Zocken oder Entspannen. Die Links dazu sind in der Beschreibung. Bis zum Ende des Jahres kommt jeden Tag eine neue Story auf Spotify, Apple Music oder Amazon Music raus. Und einen Tag später auf YouTube. Aber zuerst auf den Streaming-Anbietern. Und jetzt viel Spaß. In den Sommersemesterferien fuhr ich mit meinen beiden besten Freundinnen Corinna und Nadja in den Urlaub. Wir drei waren seit der Schule eine fest eingefahrene Dreierklicke. Da ich aber nach der Schule für das Studium von meinem Heimatort wegzog, sah ich die beiden leider nicht mehr so oft wie früher. Umso mehr freute ich mich auf unseren gemeinsamen Urlaub. Es sollte in die Berge gehen. Ja, Corinna, Nadja und ich waren richtige Wanderfans. Wir gehörten also der Fraktion an, die im Urlaub immer noch gerne aktiv irgendetwas machte, anstatt die ganze Zeit nur rumzuchillen. Wir waren also quasi Team Wandern und nicht Team Strand. Nachdem wir drei also mit dem Auto rund 8 Stunden Richtung Süden gedüst waren, kamen wir an unserem gemieteten Ferienhaus an. Wir hatten es uns erlaubt, für unsere Unterkunft etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Als wir dann mit unseren Koffern zu unserem Haus gingen, erwartete uns schon Frau Molly. Freudestrahlend begrüßte sie uns. »Ah, da sind ja meine drei lieben Mädchen«, sagte sie, und anstatt uns die Hand zu geben, umarmte sie uns auch tatsächlich. Nadja, Corinna und ich fanden das aber nicht schlimm, es war eher süß. Anscheinend waren die Leute, die hier wohnten, alle sehr herzlich. »Hier ist mal das Wichtigste, euer Schlüssel«, sagte Frau Molly dann und drückte mir einen Schlüssel in die Hand. Frau Molly und wir drei fingen dann an, uns zu unterhalten. Wir berichteten über die Fahrt, erzählten etwas über unsere Studiengänge, was wir so für Hobbys hatten, was wir schon alles so zusammen erreicht hatten. Und Frau Molly erzählte uns dann ein bisschen was über ihr Leben hier direkt in den Bergen. Sie sagte stolz, dass das ganze kleine Dorf hier auf dem Berg wie eine kleine Familie wäre, dass Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft immer an erster Stelle stehen würden, dass man sogar darüber nachdachte, hier eine eigene Schule aufzumachen. Einen Kindergarten gab es sogar schon. Frau Molly selbst wohnte hier direkt neben unserem Ferienhaus, mit ihrem Ehemann, der jedoch gerade beruflich verreist war. Ihre beiden Kinder waren ein paar Jahre älter als wir und schon ganz ausgezogen. Frau Molly arbeitete weiter oben am Berg in einem Restaurant. Nadja, Corinna und ich waren sofort hin und weg von dem, was Frau Molly uns hier so alles erzählte. Das hörte sich nach einem wunderschönen, entspannten und gesitteten Leben an hier auf dem Berg. Das völlige Gegenteil also von unserem gestressten Stadtleben, also genau das, was wir drei Freundinnen gerade brauchten. Dann gesellten sich auf einmal noch drei weitere Leute zu uns. Drei junge Leute, etwa in unserem Alter. 2 Mädchen und ein Junge. »Hallo«, begrüßten sie uns, während sie auf uns zukamen. »Ach, da sind ja meine 3 Helden«, rief Frau Molly und umarmte nun auch diese 3. Nadja, Corinna und ich lächelten, schauten jedoch etwas verdutzt. »Ihre Helden? Was meinte sie?« Als ob Frau Molly mit Augen im Hinterkopf unsere Gedanken lesen konnte, beantwortete sie auch direkt unsere Frage. »Das sind Julia, Jacqueline und Christoph«, stellte sie uns die 3 Dazugestoßenen erstmal vor. »Die 3 hier sind die 3 Superhelden in unserem kleinen Dorf. Immer wenn irgendwas bei irgendwem kaputt geht oder jemand Hilfe braucht, dann sind sie da. Und immer kriegen sie es wieder hin. Ja, wirklich immer. Letztens, da ist mein bester Freund Bernd oben allein beim Wandern böse gestürzt und Christoph hier hat ihn gefunden und ganz sicher wieder nach Hause gebracht. Gott weiß, was sonst mit ihm passiert wäre.« Christoph schaute jetzt ziemlich verlegen, genauso wie Julia und Jacqueline. »Ach, das ist doch nicht der Rede wert«, antwortete er. Corinna, Nadja und ich stellten uns jetzt vor. Besonders Christoph lächelten meine Freundin und ich an. Wir fanden ihn irgendwie alle echt süß. Ja, er hatte irgendwie etwas und offen zugegeben hatte diese Heldengeschichte gerade seine Attraktivität auch nicht gerade schlecht getan. Frau Molly stellte sich jetzt zwischen Christoph und Jacqueline und legte um beide jeweils einen ihrer Arme. »Wie ich schon gesagt habe«, redete sie weiter, »wir sind hier alle eine große Familie und helfen uns alle, wo wir nur können. Darauf bin ich wirklich stolz.« »So ist es«, stimmte Jacqueline nickend zu und ihre Stimme klang dabei etwas, ja, zwischen fürsorglich und liebevoll. »Fühlt euch hier wie zu Hause«, sagte jetzt auch Julia zu uns. »Ganz genau«, meinte Frau Molly. »Ihr wisst ja, wenn ihr etwas braucht, dann braucht ihr nur zu mir rüberzukommen.« Die 4 strahlten uns übers ganze Gesicht an und wir strahlten zurück. Ja, wir waren sofort verliebt, wenn man so wollte. Verliebt in diesen Ort, verliebt in diese Leute hier. Das sollte wirklich ein ganz besonderer Urlaub werden. Aber wie besonders, das konnte von uns damals noch keiner ahnen. Thank you.
Corinna, Nadja und ich richteten uns in unserem neuen Ferienhaus ein. Dabei konnten wir gar nicht aufhören, über unsere Unterkunft und über Frau Molly, Christoph, Jacqueline und Julia zu schwärmen. Wenn die wirklich alle hier so waren wie die vier, dann war das ja wohl der Himmel auf Erden. Als ich ins Badezimmer ging, merkte ich, dass ich meine Tasche vergessen hatte, wo ich meine ganzen Schminksachen, Zahnbürste und Handtücher hineingetan hatte. Ich gehe noch einmal zurück zum Auto, rief ich meinen beiden Freundinnen zu, nahm den Autoschlüssel und lief dann schnell zum Auto, um meine vergessene Tasche zu holen. Es dämmerte langsam, aber das machte diesen Ort hier nur noch wunderschöner. Ich lief wieder zum Ferienhaus zurück, doch plötzlich rief jemand nach mir. Hey Annika! Ich erschreckte mich ein wenig und drehte mich um. Es war Julia von gerade eben. Sie kam auf mich zu, jedoch schaute sie ganz anders. Ihr sympathischer und liebevoller Gesichtsausdruck war völlig verschwunden. Stattdessen schaute sie sehr ernst und irgendwie auch sogar ein bisschen böse. Ich fand es selbst heftig, aber ich bekam sofort ein total unangenehmes Gefühl, als Julia auf mich zukam. Hey, kann ich dir helfen? Fragte ich freundlich, jedoch auch etwas perplex. Julia kam nun noch dichter an mich heran. Sie machte einen etwas verschwörerischen Gesichtsausdruck. Lasst euch von Frau Molly nicht täuschen, sagte sie dann. Gar nichts hier ist toll. Ganz zu schweigen von perfekt. Ich bekam auf einmal eine Gänsehaut. Was soll das denn jetzt heißen? Fragte ich. Das bedeutet, erklärte mir Julia, dass alles hier nur mehr Schein als Sein ist. Von außen betrachtet sind die Leute hier wirklich unglaublich nett, hilfsbereit und gemeinschaftlich. Doch in Wahrheit geht hier das Grauen vor. Ich starrte Julia an. Wollte sie mich gerade veralbern? Wollte sie mir Angst machen? Wenn ja, dann hatte sie das auf jeden Fall geschafft. Und was ist das für ein Grauen, von dem du da redest? Fragte ich und versuchte dabei unbeeindruckt zu klingen. In diesem Ort hier, in diesem Dorf, verschwinden Menschen, flüsterte Julia. Jede Woche mindestens einer. Und das schon seit 6 Monaten. Insgesamt sind schon 52 Menschen verschwunden. Darunter auch Kinder, aber auch Erwachsene, Frauen, Männer, alte Leute. Wir wissen nicht, wo sie sind und warum sie verschwinden. Jedoch sind sie seitdem nicht mehr aufgetaucht. Jetzt wurde es mir wirklich gruselig. 52 Menschen. Aber das konnte doch nicht sein. Dann hätte man doch sicherlich in den Nachrichten schon berichtet, wenn in einem kleinen Bergdorf 52 Menschen verschwunden wären. Es müsste doch schon längst eine Polizeistaffel hier sein und alle anderen weggezogen sein. Sag mal, sagte ich Julia, wenn das wirklich stimmt, wieso wohnt ihr dann alle noch hier? Und was ist mit der Polizei? Haben die wirklich gar nichts gefunden? Das kann ich mir nicht vorstellen. Julia schaute jetzt noch verschwörerischer. Wir rufen hier keine Polizei, antwortete sie. Wir hier auf den Bergen lösen unsere Probleme auf unsere eigene Art. Ich gluckste. Was? Ja, bekräftigte Julia ihre Worte. Wir hier wollen mit der Außenwelt nichts zu tun haben. Und daher werden wir auch all unsere Probleme alleine lösen. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Also das ist doch krank, Julia, zischte ich. So machen wir es aber, sagte Julia bestimmt und schaute mich jetzt sogar etwas drohend an. Und wagt es ja nicht, selbst die Polizei zu rufen. Sonst werden schlimme Dinge mit dir und deinen Freundinnen passieren. Ich habe dir das aus Nettigkeit gesagt, weil ich dich warnen wollte. Bring dich und deine Freundin nicht auch noch in Schwierigkeiten. Julia hatte nun überhaupt nichts mehr von der Julia, die sich uns vorhin noch so nett vorgestellt hatte. Warum sollte ich dir glauben? Fragte ich nun etwas abfällig. Frag ruhig die anderen Bewohner, erwiderte Julia suffisant. Die werden zwar zuerst auch so tun, als wäre das hier alles perfekt, aber die sind alle nicht schwer zu knacken, wenn ihr sie einzeln bearbeitet. Naja, zumindest alle bis auf Frau Molly. Julia warf jetzt einen besorgten Blick in Richtung von Frau Mollys Haus. Wieso außer Frau Molly? Fragte ich. Julia kam jetzt mit ihrem Gesicht ganz nah an mein Ohr. So, als ob wir gerade in einer Gruppe von Menschen stehen würden und die anderen auf keinen Fall etwas mitbekommen durften, was sie mir jetzt sagte. Die arme Frau hat ihre ganze Familie verloren. Ich schreckte zurück. Was? Rief ich. Aber sie hat doch gesagt, sie meinte doch, dass ihr Mann und ihre Kinder... Das ist eine Lüge, fuhr Julia dazwischen. Ihr Mann ist nicht auf Dienstreise und ihre Kinder sind nicht ausgezogen. Das erzählt sie nur jedem, der von außerhalb kommt. In Wahrheit sind sie alle verschwunden. Jetzt bekam ich spätestens wirklich Angst. Was für ein verdammter Ort war das hier? Aber sie klang so lebensfroh und stolz, meinte ich dann. Das kann man doch nicht spielen, wenn man...
Oh, das spielt sie nicht, unterbrach mich Julia erneut. Frau Molly glaubt mittlerweile selbst an diese Lüge. Sie hat das, was geschehen ist, nicht verkraftet. Und irgendwann hat sie es wohl komplett verdrängt und sich eine Geschichte ausgedacht. Naja, verübeln kann man es ihr ja nicht. Das konnte doch nicht sein. Die nette, herzensgute Dame, die uns gerade so unfassbar liebevoll begrüßt hatte, war in Wahrheit eine verrückt gewordene Frau, die ihre Familie verloren hatte? Und ihr habt keine Ahnung, was passiert sein könnte? Fragte ich. Noch nicht einmal ein Verdacht? Julia schüttelte energisch den Kopf. Keiner weiß irgendwas. Und alle haben nur noch Angst. Angst davor, der Nächste zu sein. Und deswegen spricht auch niemand mehr darüber. Denn die Menschen, die sich immer am meisten bemüht haben, die Verschwundenen zu finden, sind als Nächstes selber verschwunden. So langsam wurde ich mir immer sicherer, dass Julia mir die Wahrheit sagte. So etwas dachte sich doch niemand einfach so aus. Nur zwei Sachen, die können wir mit Sicherheit sagen, redete Julia weiter. Die Menschen von hier verschwinden immer nachts. Die, die wir am Abend vorher noch gesehen haben, sind am nächsten Morgen verschwunden. Aha, am Abend also. Das machte die ganze Sache noch gruseliger. Und die zweite Sache? Die zweite Sache ist die, dass mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit einer der Dorfbewohner dahinter steckt. Oder, das ist wovon wir alle ausgehen, mehrere Dorfbewohner, die unter einer Decke stecken. Sie könnten für die Entführung verantwortlich sein. Ich musste schlucken. Jetzt auch noch ein Komplott? Das wurde ja immer heftiger. Trotzdem war mir einiges noch nicht ganz so stimmig. Aber wenn das immer nachts passiert, sagte ich zu Julia, wie kann es denn dann sein, dass nie jemand irgendetwas mitgekriegt hat? Ich meine, nachts schlafen ja bekanntlich alle. Irgendwann muss doch mal irgendein Familienmitglied etwas mitbekommen haben, wenn Entführer ins Haus kommen. Das hört man doch. Jetzt schwieg Julia. Sie ging auf einmal einen Schritt zurück. So akribisch sie mir bisher alles erzählt hatte, so stark hatte sie jetzt plötzlich von meiner Frage zurückgeschreckt. Julia blickte auf den Boden. Nun ja, antwortete sie dann nach einiger Zeit mit matter Stimme. Nachdem wir untereinander uns unterhalten haben, haben wir festgestellt, dass wir alle uns an die Nächte nicht mehr gut erinnern können. Und zwar seit die ersten Opfer verschwunden sind. Ich kann mich nie wirklich daran erinnern, wann ich ins Bett gegangen bin, ob ich nachts aufgewacht bin. Normalerweise habe ich mir immer nachts, gerne gegen Mitternacht, einen Snack gegönnt. Aber das mache ich schon seit Monaten nicht mehr. Auch an Träume erinnere ich mich gar nicht. Den anderen hier geht's genauso. Und bei jedem Fall war es am Ende das Gleiche. Plötzlich war jemand verschwunden. Es gab keine Anzeichen auf einen Einbruch. Und nie haben die Familienmitglieder etwas mitbekommen. Ich sah, wie Julias Augen jetzt etwas wässrig wurden. Zum ersten Mal zeigte sie nun, wie sehr sie dieses ganze Mysterium mitnahm. Zugegeben, ich fand es angesichts meiner Situation ja gut, dass sie endlich etwas Menschlichkeit zeigte, denn vorher wirkte sie einfach nur gruselig. Julia, sagte ich zögerlich, ist aus deiner Familie auch jemand verschwunden? Jetzt brach Julia in Tränen aus. Ja, meine Eltern, antwortete sie. Meine Mutter ist vor 4 Wochen verschwunden und dann mein Vater eine Woche später. Bernd, Frau Mollys bester Freund, von dem sie gesagt hat, dass Christoph ihn gerettet hat. Mein Vater und Molly sind quasi seit ihrer Geburt beste Freunde. Er war ihr letzter Halt, nachdem ihre ganze Familie verschwunden war. Und als er dann schließlich auch verschwunden ist, ist sie erst komplett durchgedreht. Erst dann hat sie diese Geschichte über ihre Familie erzählt. Und auch über Bernd. Sie hat sich einfach ausgedacht, dass Christoph ihn gefunden und wieder zurückgebracht hat. Aber das stimmte gar nicht. Ich hatte das Gefühl, dass Julia gleich zusammenbrechen würde. Das alles hatte sich also hinter diesem freundlichen Lächeln von eben verborgen. Aber Christoph hat meinen Vater nicht gefunden und zurückgebracht, heulte Julia. Mein Vater hat Christoph angefunkt, per Walkie-Talkie. Die beiden hatten immer riesigen Spaß damit zu kommunizieren. Er hat ihm gesagt, dass er beim Wandern schwer gestürzt ist und Hilfe braucht. Er hat ihm gesagt, wo er ist und Christoph ist sofort losgestürmt. Aber als er an der genannten Stelle angekommen ist, war mein Vater nicht mehr da. Dann hat er überall nach ihm gesucht, aber er konnte ihn nirgendwo finden. Und seitdem ist er verschollen. Julia konnte sich jetzt kaum noch auf den Beinen halten. Doch bevor ich zu ihr gehen konnte, musste ich noch etwas loswerden. Aber Julia, das heißt dann, dein Vater ist tagsüber? Ja, rief Julia. Mein Vater ist der Einzige, der tagsüber verschwunden ist und das macht mir einfach nur noch mehr Angst. Jetzt konnte Julia nicht mehr weiterreden. Heulend brach sie ein. Ich ging auf Julia zu und tröstete sie. Naja, zumindest so gut ich konnte. Julia tat das zwar für den ersten Moment gut, doch dann verabschiedete sie sich ganz abrupt bei mir. Ich gehe jetzt mal wieder nach Hause, sagte sie. Und da solltest du auch. Gleich wird es ganz dunkel sein. Wenn irgendetwas ist, dann komm zu mir. Ich wohne in Haus Nummer 26. Dann rannte Julia weg. Völlig perplex ließ sie mich stehen. Mitten in der Nacht.
Zurück im Ferienhaus erzählte ich meinen Freundinnen sofort, was Julia mir gerade berichtet hatte. Diese sahen mich an, als wäre ich ein Alien. Bestimmt 10-mal musste ich ihnen versichern, dass ich sie gerade nicht hochnahm. Erst dann glaubten sie mir. »Denkst du, Julia sagt die Wahrheit?«, fragte mich Corinna. »Ja«, antwortete ich sofort. »Es klingt zwar unvorstellbar, aber sie klang sehr, sehr echt. Ich denke nicht, dass sie sich das einfach nur ausgedacht hat oder so. Und was machen wir jetzt?«, meinte Nadja. »Sollen wir wieder losfahren?« Wir drei überlegten. Das war auf jeden Fall eine Option, die wir ernsthaft in Erwägung ziehen mussten. Okay, da war das ganze Geld, das wir ausgegeben hatten. Die lange Fahrt, unsere riesige Vorfreude auf das Wandern und auf den entspannten Urlaub. Aber angesichts dieser Situation konnten wir doch unmöglich bleiben. Zu diesem Schluss kamen wir auch relativ schnell. Ja, wir würden wieder zurückfahren. Wir konnten auf keinen Fall hierbleiben. Jedoch entschlossen wir uns ebenfalls dazu, das nicht sofort zu tun, sondern erst morgen früh. Denn auch wenn uns die Idee nicht gefiel, hier über Nacht zu bleiben, es war bereits stockdunkel. Und man fuhr eine ganze Dreiviertelstunde nur durch bergige Wälder. Bei dem, was an diesem Ort abging, hatten wir überhaupt keine Lust, so eine lange Zeit alleine durch die verlassene Dunkelheit zu fahren. Wir entschieden aber auch, dass wir Nachtwache halten würden. Das hieß, immer zwei schliefen und eine von uns blieb wach. Zur Sicherheit. Und so taten wir es dann auch. Nadja übernahm die erste Schicht. Corinna und ich gingen schlafen. Naja, obwohl man das nicht unbedingt Schlafen nennen konnte. Eher hin und her wälzen und ständig in Gedanken grübeln und bei jedem kleinen Geräusch sofort zusammenzucken. Ich drückte kein Auge zu, bis in 3 Stunden meine Nachtwache dran war. Ich bekam fast einen Herzinfarkt, als Nadja in mein Zimmer kam, um sich von mir ablösen zu lassen. Sie sah wirklich todmüde aus. Naja, das passte bestens. Immerhin war ich gerade hellwach. Ich löste Nadja mit Vergnügen also ab. Doch leider machte ich mir schon direkt zu Beginn meine eigene Nachtwache selbst zu einer absoluten psychischen Tortur. Ständig bildete ich mir ein, draußen irgendetwas gesehen oder gehört zu haben. Nun zuckte ich nicht nur bei den kleinsten Geräuschen zusammen, sondern auch bei Geräuschen, die eigentlich gar nicht da waren. »Beruhig dich, Annika«, sagte ich zu mir selbst. »Es wird schon nichts geschehen.« Doch damit lag ich vollkommen falsch. Denn dann passierte wirklich etwas. Ich schaute gerade aus dem Fenster, als ich sah, wie nebenan das Licht anging. Das war bei Frau Molly. Ohne ein einziges Mal zu blinzeln, starrte ich auf ihr Haus, bereit, sofort alles einzuscannen, was sich bewegte. Und dann ging die Haustür auf. Mein Herz durchschlug meinen Brustkorb. Frau Molly kam heraus. Sie hatte keine Nachtklamotten an, sondern sie trug eine Jacke, eine lange Hose und feste Schuhe. Was hatte sie vor? Frau Molly bewegte sich nun langsam von ihrem Haus weg, doch noch während sie ging, bemerkte ich, dass irgendetwas komisch war. Ja, es war die Art und Weise, wie sie ging, wie sie sich bewegte. Das war irgendwie seltsam, es war nicht normal. Sie ging nicht zielgerichtet irgendwo hin, sie ging extrem langsam, ihre Arme schwangen dabei unkontrolliert hin und her. Sie schien irgendwie keinen Fokus zu haben. Von der Ferne aus schien es so, als wäre sie überhaupt gar nicht bei Bewusstsein. Ja, aus der Ferne betrachtet, bei diesem Gang, sah es so aus, als würde sie schlafwandeln. Mein Herz schlug nun immer schneller. War Frau Molly etwa völlig verrückt? Ich musste zu ihr hin, ja, genau das musste ich. Und zwar sofort. Ich musste wissen, was hier los war, was hier gespielt wurde. Doch noch ehe ich das tun konnte, erblickte ich plötzlich eine zweite Gestalt, die nur ein paar Meter hinter Frau Molly erschien. Es war ein Mann. Ich kannte ihn nicht, aber ganz offenbar ein Nachbar. Und er ging genauso wie Frau Molly. Schlafwandelte er etwa auch? Was war hier nur los? Jetzt zögerte ich. Sollte ich wirklich da rausgehen? Das konnte wirklich gefährlich sein. Dann sah ich noch einen weiteren Mann auftauchen. Er ging ebenfalls so komisch. Und dann sah ich den nächsten. Und dann eine Frau. Plötzlich kam Jacqueline. Diese erschien von weiter rechts und aus der Entfernung konnte ich aufgrund des Lichts ihr Gesicht etwas erkennen, da sie in meine Richtung sah. Und jetzt hatte ich keinen Zweifel mehr, dass sie und damit auch ganz bestimmt alle anderen am Schlafwandeln waren. Ihre Augen waren nämlich geschlossen. Nachdem ich das realisiert hatte, erschienen auf einmal die nächsten Dorfbewohner. Es passierte nun Schlag auf Schlag. Nach nur etwa 2 Minuten hatten sich über 100 schlafwandelnde Menschen versammelt und sie alle gingen in dieselbe Richtung, Richtung Berg. Ich erblickte nun Christoph und auch Julia. Sie waren also ebenfalls unter den Schlafwandelnden. Obwohl ich absolut keine Ahnung hatte, was genau hier los war, war mir aber natürlich doch eines sofort klar. Das musste irgendetwas mit diesem Massenverschwinden der Leute zu tun haben. Und das war wohl auch ganz sicher die Erklärung dafür, warum sich die Leute hier nie wirklich an die Nächte erinnern konnten.
Aber wo gingen sie alle hin? Und was hatten sie vor? Ich hatte nur eine Möglichkeit, um das herauszufinden. Ich musste der Herde folgen. Aber zunächst musste ich noch Nadja und Corinna wecken. Aber schnell jetzt. Ich flitzte also hoch ins erste Stockwerk, da, wo die beiden schliefen. Doch auf dem Weg nach oben schrie ich vor Schreck. Nadja und Corinna. Sie standen direkt am Anfang der Treppe. Und nachdem ich gerade diese anderen gesehen hatte, konnte ich sofort sagen, dass auch sie schlafwandelten. Ihre Augen waren geschlossen. Ihre Arme baumelten unkontrolliert hin und her und sie gingen langsam und statisch. Außerdem waren beide angezogen. Hosen, Jacken und Schuhe. Schreiend stürmte ich auf meine besten Freundin zu und rüttelte und schüttelte sie. Aber so sehr ich auch versuchte, beide zu wecken, es war absolut erfolglos. Die beiden blieben in ihrer Trance und befreiten sich dabei sogar noch immer wieder aus meinen Griffen. Ich gab nicht auf, bis Corinna und Nadja die Tür erreicht hatten. Ich versuchte wirklich alles, um sie aufzuwecken, aber es funktionierte nicht. Das konnte doch nicht sein. Was war hier los? Das war wie eine Art Zauber. Ja, es musste irgendein Zauber sein, denn anders konnte ich mir das hier auch nicht mehr erklären. Nadja und Corinna öffneten jetzt die Tür. Jetzt hatte ich auch keine andere Wahl mehr, denn meine Freundinnen waren in Gefahr. Ich musste die schlafwandelnde Herde verfolgen. Schnell eilte ich also in mein Zimmer und zog mir selbst eine Wanderhose an, eine dicke Jacke und Wanderschuhe. Die Schlafwandler gingen alle so langsam, da hatte ich mehr als genug Zeit dafür. Und dann rannte ich nach draußen. Ich holte Corinna und Nadja ein. Ich würde sie nicht aus den Augen lassen. Doch plötzlich überkam mich da so eine Vorahnung. Ich hatte keine Ahnung wieso und ich konnte es auch nicht richtig erklären, aber irgendetwas in mir sagte mir, dass ich am besten so tun sollte, als würde ich zu der Schlafwandlerherde gehören. Ja genau, ich würde selbst so tun, als wäre ich einer von den Schlafwandlern, denn sicher war sicher. Ich wusste nicht, was auf mich zukam und daher war es besser, dass ich nicht auffiel. Ich reihte mich also mit Nadja und Corinna bei den anderen ein. Mittlerweile waren noch viel mehr Menschen da, bestimmt über 200. Ich kniff die Augen so gut es ging zusammen, so weit, dass ich gerade noch gut genug sehen konnte und ich ahmte den Gang der anderen nach. Ich ging hinter Nadja und Corinna, um sie die ganze Zeit im Auge behalten zu können. Und so wanderte ich schließlich mit einer riesigen Herde an Schlafwandlern auf den Berg hinauf. Wo würde es wohl hingehen? Allzu lange durfte es ja nicht dauern, denn in etwa 6 Stunden würde ja die Sonne schon wieder aufgehen. Wenn das hier öfter vorkam, dann mussten bis dahin alle wieder in ihren Betten sein. Trotzdem war das Ziel, auf das die Herde zuging, wenn es denn wirklich ein Ziel gab, ganz offensichtlich nicht in unmittelbarer Nähe. Wir liefen einige Kilometer. Bald hatten wir schon viele gute Höhenmeter gemacht und waren schon ganze 2 Stunden unterwegs. Immer noch behielt ich Nadja und Corinna genau im Auge. An ihrem Zustand hatte sich, so wie bei allen anderen auch, nichts geändert. Und in dieser Situation wagte ich es auch nicht, noch einmal versuchen, sie aufzuwecken. Immer wieder musterte ich die Leute vor mir und links und rechts neben mir, so gut es eben ging in der Dunkelheit. Dafür öffnete ich auch meine Augen etwas mehr. Es war ja nicht so, dass die Schlafwandler plötzlich merkten, dass ich nicht zu ihnen gehörte und mich angriffen wie eine Herde Zombies. Nein, in mir betete ich, dass das hier ein gutes Ende nehmen würde. Dass die Bewohner des Dorfes und auch Nadja und Corinna sich irgendwann einfach umdrehten und wieder zurück in die Häuser gehen würden. Aber das bezweifelte ich stark, denn die Gruppe hatte wohl wirklich ein gemeinsames Ziel. Oft trafen wir auf Abbiegungen und mehrere Wege, zwischen denen man auswählen konnte. Und immer trafen alle dieselbe Wahl. Und ich hatte weiterhin keine andere Wahl, als mit der Herde zu gehen. Wir gingen jetzt alle einen steinernen Weg hinauf, der vom Hauptweg abging. Er war sehr dicht und umgeben von vielen Büschen und Pflanzen. Die Schlafwandler reihten sich alle hintereinander ein und gingen dann geordnet nacheinander hoch. Und während wir hochgingen, sah ich auf einmal, nur ein paar Meter über mir, eine Gestalt aus den Gebüschen auftauchen. Fast hätte ich laut geschrien, doch das konnte ich mir gerade nochmal so verkneifen. Diese Gestalt war ganz klar kein Schlafwandler. Sie war schnell und explosionsartig von der Seite hervorgesprungen und reihte sich jetzt bei den Schlafwandlern ein. Ich beobachtete, wie die Gestalt dann auf einmal das gleiche tat wie ich. Sie nahm die Haltung der Schlafwandler ein und ahmte ihren Gang nach. Sofort lief ich schneller.
Ich hatte die Gestalt genau im Blick. Ich ließ sie nicht aus den Augen. Immer schneller tastete ich mich Stück für Stück weiter nach vorne. Ich erkannte nun, dass die Gestalt ein Mann war. Gleich war ich bei ihm. Nur noch einige Meter. Und dann, nach einer weiteren Minute, war ich schließlich in der Reihe direkt hinter dem Mann. Ich hatte jetzt keine Zeit, weiter nachzudenken. Ich musste herausfinden, was da los war. Hey, Sie! Flüsterte ich rufend. Der Mann erschreckte sich so sehr, dass er das Gleichgewicht verlor und beinahe hinfiel. Nur mit großer Mühe konnte er das gerade noch so verhindern. Mit geschocktem Gesichtsausdruck drehte er sich zu mir. Sein Körper ging in eine Art kampfbereite Position. »Keine Sorge, ich bin nicht gefährlich«, sagte ich sofort. Der Mann blieb stehen, genauso wie ich. Die Schlafwandler zogen an uns einfach vorbei. »Wer bist du?«, raunte der Mann und musterte mich. »Mein Name ist Annika«, flüsterte ich zurück. »Und wer sind Sie?« »Ich stelle hier zuerst die Fragen«, antwortete der Mann kühl. Er hatte sich wohl sofort wieder beruhigt, nachdem er gesehen hatte, dass ich nur ein ganz normales Mädchen war und keine Bedrohung. Ich betete, dass der Mann gut war, denn sonst wäre ich geliefert. »Wie kommst du zwischen die Wandler?«, fragte er mich. »Ich bin hier mit meinen beiden Freundinnen zum Urlaub machen und... Jedoch hat mir ein Mädchen, Julia heißt sie, aus diesem Dorf hier, das schon seit Monaten nachts Bewohner verschwinden, hat sie mir erzählt. Meine Freundin und ich wollten daher morgen wieder abreisen. Also haben wir Nachtwache gehalten und als ich dran war, kamen plötzlich alle aus ihren Häusern und sind schlafgewandelt und meine Freundin auch. Sie sind hier. Anscheinend wurde ich verschont, weil ich wach war. Aber ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Wissen Sie das? Und jetzt helfen Sie mir bitte.« Der Mann musterte mich eingehend. Aber ich konnte an seinem Blick sehen, dass er mir traute und gesehen hatte, dass keine Gefahr von mir ausging. »Du hast mit Julia geredet?«, fragte er mich. »Ja, kennen Sie sie?« »Nun ja, ich bin ihr Vater«, antwortete der Mann. Mir klappte die Kinnlade herunter. »Bernd!«, japste ich vor Aufregung. »Julia hat von Ihnen erzählt. Sie meinte, dass Sie tagsüber während einer Wanderung verschwunden sind.« Bernd nickte knapp. »Das bin ich auch«, entgegnete er. Jetzt merkte ich, dass Bernd sich immer wieder nervös umschaute. »Wir müssen weitergehen«, raunte er dann zu mir. »Sonst sieht es uns noch.« Bernd ging voraus und zog mich an seinen Arm, damit ich ebenfalls weiterging. Aber mich hatte das, was Bernd da gerade gesagt hatte, alles andere als beruhigt. »Was meinen Sie mit »er sieht uns noch«?«, fragte ich. »Bernd, was ist hier los?« »Das wirst du gleich erfahren. Ich möchte, dass du keinen Mucks von dir gibst. Verhalte dich einfach so wie die Schlafwandler und unternimm gar nichts. Schon gar nicht auf eigene Faust. Solange du das machst, wird dir und deinen Freunden nichts geschehen. Das verspreche ich dir. Und der Spuk hat bald ein Ende.« Die Antwort war natürlich alles andere als zufriedenstellend. Aber ich musste Bernd jetzt vertrauen. Anscheinend hatte er im Gegensatz zu mir eine Ahnung, was hier abging. Und ganz offenbar hatte er wohl einen Plan. Ich ging also im Schlafwandlerstil weiter und blieb hinter Bernd. Bald hatte die Herde und wir den Hügel, den wir hinaufgingen, erklommen. Wir kamen nun vor einer riesigen Höhle an. Die ersten Schlafwandler gingen in diese hinein, die nächsten folgten. Jetzt bekam ich richtige Angst. »Bernd, Bernd, wo gehen wir da rein?« »Sie gehen zu ihrer Gottheit«, antwortete Bernd. »Zu ihrer Gottheit? Was heißt...« »Schsch«, machte Bernd. »Sei leise, Mädchen. Er hat gerade hier hingeschaut. Wenn er uns erwischt, dann sind wir beide tot. Mach jetzt, was ich gesagt habe. Wandle einfach weiter.« Ich spürte meine Körpertemperatur gefühlt um das Fünffache steigen. Ich wandelte weiter, aber ich schaute mich auch noch unauffällig um. Wen meinte Bernd mit ihm? Wer durfte uns nicht sehen? Wer war diese Gottheit? Jetzt hatten Bernd und ich ebenfalls die Höhle erreicht. Und auch wenn ich am liebsten weggelaufen wäre, ging ich dort hinein. Es gab jetzt kein Zurück mehr. Und außerdem waren Nadja und Corinna immer noch hier. Obwohl sie nach meinem Treffen auf Bernd jetzt ein Stück weiter von mir weg waren, hatte ich sie genau im Blick. Jedoch nicht mehr lange. Die Höhle war so dunkel, dass ich sie schon bald nicht mehr sehen konnte. Das galt aber auch für Bernd, obwohl dieser direkt vor mir war. Ich orientierte mich nur noch nach Geräuschen. Ja, es war wirklich so dunkel, dass ich meine Hand vor meinen Augen nicht mehr sehen konnte. Zusammen mit Bernd und den Schlafwandlern wanderte ich also durch die dunkle Höhle. Und jede Sekunde, in der wir tiefer hineingingen, war absolut furchtbar. Was würde uns jetzt gleich erwarten? Wir gingen immer tiefer hinein, immer tiefer und immer tiefer, bis ich aus weiter Entfernung endlich ein schwaches Licht entdecken konnte. Na endlich. Endlich Licht. Im wahrsten Sinne am Ende des Tunnels. Aber Moment, ich wusste leider noch nicht, ob das überhaupt eine gute Sache war. Naja, aber unausweichlich war sie. Wir alle gingen auf das Licht zu und je näher wir kamen, desto heller wurde es. Bald konnte ich wieder alle sehen. Bernd war noch vor mir, genauso wie Nadja und Corinna.
Gott sei Dank. Bald hatten wir die Quelle des Lichtes erreicht. Es kam aus einem weiteren Durchgang, durch den wir hindurchgingen. Wir gingen also weitere 5 Minuten weiter und dann kamen wir an einer riesigen Klippe an. Es war schon merkwürdig. Das Licht leuchtete im ganzen Durchgang, doch es war mir unerklärlich, wo es herkam. Was war denn die Quelle des Lichtes? Für eine kurze Zeit hatte ich Angst, die Schlafwandler würden einfach weitergehen und die Klippe hinabstürzen, doch das taten sie nicht. Sie hielten alle inne und verteilten sich im gesamten Höhlenraum. Dieser war mittlerweile sehr breit geworden. Es war mehr als genug Platz für über 200 Leute, die hier vor der Klippe warten konnten, ohne sich auf die Pelle zu rücken. Nach ein paar Minuten waren alle Schlafwandler angekommen und positionierten sich vor der Klippe. Und dann blieben alle starr stehen. Das war noch beängstigender als das Schlafwandeln. Sie blieben stehen, als wären sie in einer Art Schlafstarre, nur eben nicht im Liegen, sondern im Stehen. Ich ging jetzt dicht dran an Bernd. Nadja und Corinna ließ ich, wie schon zuvor, nicht aus den Augen. Bernd, was passiert jetzt? Doch meine Frage wurde von einem ohrenbetäubenden Schrei unterbrochen. Und dieser Schrei jagte mir mindestens 100.000 Mal mehr Angst ein, als alles, was bisher geschehen war. Denn dieser Schrei war ganz sicher kein Menschenschrei, eher ein Tierschrei. Wobei ich mir nicht ganz sicher war, dass das, was da geschrien hatte, auch überhaupt ein normales Tier sein konnte. Es war ein Schrei von solch ohrenbetäubender Lautstärke. Er war raubtierartig, er demonstrierte Gefahr und Gewalt und er hallte durch die ganze Höhle. Und er kam ganz klar von unten aus der Klippe. Bernd packte mich, er drehte sich zu mir. »Du musst jetzt ganz stark sein, Mädchen«, sagte er zu mir, während die Schreie von unten noch lauter und noch unaushaltbarer wurden. »Gleich wirst du das Schrecklichste und Angsteinflößendste sehen, was es gibt auf dieser Welt. Aber du darfst auf keinen Fall weglaufen. Hast du gehört? Sonst holt er dich. Vertrau mir, dir wird nichts geschehen.« Mit einem intensiven Blick sah mir Bernd in die Augen. Mein ganzer Körper bebte und am liebsten wollte ich schreien. Aber ich unterdrückte all meine Impulse und nickte. Bernd nickte mir ein letztes Mal ermutigend zu und dann drehte er sich um, ging mit langsamen Schritten weiter nach vorne. Am liebsten hätte ich Bernd hinterhergeschrien. Ich wollte nicht, dass er mich alleine ließ, aber auch das machte ich nicht. Ich vertraute nun komplett auf Bernd. Das Schreien ging weiter und jetzt hatte ich das Gefühl, dass es immer näher kam. Ja, da kam etwas von ganz unten auf uns zu. Mein ganzer Körper zitterte jetzt, aber nicht nur er, sondern der Boden bebte jetzt. Da kam etwas Riesiges auf uns zugeschossen. Es fühlte sich an wie ein kleines Erdbeben und das Schreien wurde noch grässlicher. Eigentlich war es eine unmögliche Aufgabe, jetzt nicht wegzurennen. All meine Triebe befahlen es mir, alle, aber ich hielt stand. Wie angewurzelt blieb ich stehen. Und dann sah ich es. Das Furchtbarste, was ich jemals in meinem Leben gesehen hatte. Das, was von da unten auf uns zukam. Es zeigte sich. Und es offenbarte sich ein absolut monströser, gigantischer Schlangenkopf. Weiter schreiend und mit weit offenem Mund ragte er aus der Dunkelheit hervor. Der Kopf der Schlange war grün und ihre Augen waren rot. Gefährlich und hungrig zeigte sie ihre spitzen Zähne. Es hätten ganz locker 10 Menschen auf einmal in das Maul dieser Schlange gepasst. Außer dessen Maul sah man nichts von der Schlange. Man sah keinen Körper, aber er musste wohl unendlich lang sein. Für einen kurzen Moment dachte ich, die Schlange würde sich nun ganz aus der Klippe emporheben und uns alle angreifen, aber das tat sie nicht. Anscheinend reichte dafür ihre Größe wohl doch nicht. Aber diese Tatsache beruhigte mich nicht wirklich, denn das war ein Monster. Und es war ganz sicher nicht bis ganz nach oben gekommen, um nur mit uns zu plaudern. Die Schreie der Schlange wurden jetzt etwas leiser, aber trotzdem gab sie immer noch diese furchterregenden Geräusche von sich. Ich schaute nach Bernd, aber ich konnte ihn nicht mehr entdecken. Er war in der Menge untergegangen. Aber dann, plötzlich, trat einer der Schlafwandler vor. Er ging bis ganz ans Ende der Klippe. Er wollte doch nicht etwa... Nein, er hielt inne. Und erst jetzt erkannte ich ihn. Es war Christoph. Doch Christoph bewegte sich nun nicht mehr wie einer der Schlafwandler, sondern ganz normal. Was war hier los? Christoph hob beide Arme in die Höhe. »Wir haben uns hier versammelt«, rief er, »um unserer großen Gottheit ein weiteres Opfer zu schenken. Und wir haben auch schon einen Auserwählten.« »Was?« Was hatte Christoph da gesagt? War er etwa die ganze Zeit über bei Bewusstsein gewesen? Steckte er hinter allem? Waren alle Entführten etwa tot? Waren sie alle von diesem Monster gefressen worden? Fragen über Fragen.
Aber die Antwort für einige dieser war absolut glasklar. Christoph drehte sich jetzt um und empfing mit offenen Armen einen weiteren Schlafwandler, der dann aber plötzlich ganz schnell zu erwachen schien und wieder normal ging. Auch diesen Schlafwandler erkannte ich. Es war Frau Molly. Mit einem freudigen und strahlenden Gesichtsausdruck, den ich gestern Abend so gut kennengelernt hatte, ging sie auf Christoph zu. Die beiden umarmten sich. Alle Schlafwandler schauten jetzt auf die beiden. Sie hatten nun alle eine andere wache Haltung angenommen. Jedoch konnte ich sehen, dass sie trotzdem nicht bei vollem Bewusstsein waren. Sie waren in einer Art Wachtrance oder so etwas, genau wie Frau Molly. »Unsere allseits geliebte Frau Molly wird nun zu ihrer Familie gehen«, verkündete Christoph laut. Sie wird wie ihre Familie zu einer höheren Lebensform übergehen, indem sie ihr Leben unserer großen Gottheit opfert. Geheiligt sei unsere Gottheit! Geheiligt sei Frau Molly! Dann stimmte der ganze Chor mit ein. Ich bekam pure Gänsehaut. Alle, über 200 Leute hier, priesen gerade Frau Molly und dieses Monster. Frau Molly bekam offensichtliche Tränen der Freude ins Gesicht und wendete sich daraufhin mit Christoph zusammen dem Monster zu. »Es ist soweit!« rief Christoph. O hohe Gottheit, bitte nehmt unsere Opfergabe an! Und dann machte sich Frau Molly bereit. Ich konnte es sehen. Ich wollte noch laut Nein schreien. Frau Molly war davor, in das Schlangenmaul zu springen. Ich musste sie davon abhalten. Aber wie? Wie? Dann passierte etwas Unfassbares. Ich sah Bernd. Er kam aus der Menge gelaufen. Genau auf Frau Molly und Christoph zu. Erst als er fast bei ihnen war, bemerkten die beiden und auch alle anderen, was hier gerade los war. Bernd stieß einen lauten Kampfschrei aus. Ah! Stürmte auf Christoph zu, der ja ebenfalls direkt an der Klippe stand. Christoph schaffte es gerade noch so, die Hände hochzubekommen, zum Schutz. Aber Bernd war zu überraschend gekommen. Christoph konnte die Wucht seines Stoßes nicht abwehren. Und so stieß Bernd Christoph von der Klippe. Christoph fiel, laut schreiend. Ich konnte die blanke Angst in seinen Augen erkennen, bevor er abtauchte. Das Schlangenmaul war unmöglich zu verfehlen. Christoph fiel genau in dieses hinein. Sofort schloss die Schlange ihr Maul. Ihr könnt euch ausmalen, was dort drin gerade mit Christoph geschah. Frau Molly rief, nein! Aber Bernd packte sie. Er packte sie und zog sie von der Klippe weg. Und dann passierte alles Schlag auf Schlag. Die Menschen wurden aus ihrer Trance gerissen. Allen voran Frau Molly. Alle fingen an zu schreien, als sie realisierten, wo sie waren und als sie das Monster sahen. Bernd versuchte die Menge irgendwie zu beruhigen, aber es herrschte komplettes Durcheinander. Die ersten flüchteten. Ich sah jetzt wieder zu der Schlange. Sie gab keine Geräusche mehr von sich, aber sie kaute auch nicht mehr. Irgendetwas war mit ihr. Sie bewegte sich nicht mehr. Ihr Blick war völlig erstarrt. Und dann auf einmal schien das Monster ihren Halt zu verlieren. Ich konnte es genau erkennen. Sie tauchte nicht wieder ab. Nein, sie verlor den Halt, sie verlor die Kraft. Ihre Augen fielen dabei zu. Von der einen Sekunde auf die andere fiel die Schlange nach unten. Es dauerte ein paar Momente. Und dann hörte man von unten einen ohrenbetäubenden Aufprall, der wieder durch die gesamte Höhle hallte. War das Monster etwa gerade gestorben? Ich sah nun wieder in den Menschentumult. Nadja und Corinna, sie waren direkt vor mir. Panik, Angst und Tränen standen ihnen in ihren Gesichtern. Ich lief sofort zu ihnen. Alles ist gut, rief ich. Alles ist gut. Und ich nahm die beiden in meine Arme. Es ist vorbei. Es ist verdammt nochmal vorbei. Wir sind jetzt in Sicherheit. Noch in derselben Nacht fuhren Nadja, Corinna und ich nach Hause. Wir wollten alle keine Sekunde länger mehr an diesem Ort bleiben. Obwohl die Gefahr jetzt vorüber und das Monster besiegt worden war, so konnte ich auch guten Gewissens den Ort und die Menschen dort verlassen. Der Fall war nun geklärt. Dieses Monster, dieses Schlangenwesen, hatte die Menschen im Schlaf hypnotisiert und sie nachts zu sich geholt. Dabei wurde dem Monster immer ein Mensch geopfert. Das mit der Gottheit war natürlich absoluter Schwachsinn. Das Ding war einfach nur ein Monstrum, sonst nichts. Jedoch steckte anscheinend aber Christoph hinter allem.
Er war der, der das Monster steuern konnte. Bernd hatte es herausgefunden, als er Christoph heimlich gefolgt und gesehen hatte, wie er es heraufbeschworen hatte. Daraufhin hatte Christoph Bernd schwer verletzt, indem er ihn eine Klippe runterstieß. Christoph dachte, Bernd wäre gestorben und hatte sich diese Walkie-Talkie-Geschichte ausgedacht. Jedoch hatte Bernd überlebt und der harte Kerl, wie er war, hatte sich selbst verarztet. Er war hinter das Geheimnis gekommen und als er wieder relativ fit war, hatte er zugeschlagen. Das war zum Glück genau die Nacht, in der Corinna, Nadja und ich kamen. Ich wollte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn er nicht da gewesen wäre. Frau Molly war, nachdem sie realisiert hatte, was passiert war, nicht mehr ansprechbar. Wir wollten ihr eigentlich noch auf Wiedersehen sagen, aber sie kam nicht aus ihrem Haus heraus. Ich hoffte sehr, dass das Geschehene bald irgendwie von ihr verarbeitet werden konnte. Aber für das ganze Dorf war die Nacht zwar das Ende des Schreckens, jedoch auch ein großes kollektives Trauma. Ihre verschwundenen Liebsten waren tot, gefressen von einem blutrünstigen Monster. Und sie alle waren stets anwesend gewesen, hatten die Opfer sogar gefeiert, ohne sich daran zu erinnern. Was es mit Christoph und diesem Überwesen auf sich hatte, würden wir, jetzt wo Christoph und das Ding tot waren, wohl niemals erfahren. Aber vielleicht war das auch gut so, denn man musste nicht alles auf dieser Welt verstehen. Und wir würden so irgendwann auch wieder ruhiger schlafen können. Dem Dorf konnten wir nun alle Kraft dieser Welt wünschen. Vielleicht würden sie bald alle ihren geliebten Ort verlassen und einen Neustart wagen. Vielleicht würde dieser Vorfall aber auch alle fest zusammenschweißen und sie würden letztendlich wirklich zu der Gemeinschaft werden, die sich Frau Molly so sehr gewünscht und die sie uns vorgegaukelt hatte. Das, muss ich ehrlich zugeben, wünschte ich ihr jedenfalls am meisten.